Where you move, make me blind. You will always be there. There's no doubt in my mind. You will always be there. Heading out to see ya and leave the rest behind. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Alles Alex. Mit diesen wunderbaren Schnittbildern heiße ich euch herzlich willkommen im Wochenende. Ja, ich dachte mir, ich habe weiterhin Bock, Vlogs zu machen. Die nächsten zwei Tage sind schon vorproduziert. Da kommen jetzt Videos. Ich habe geschnitten, ich habe mich überwunden. Und sie sind gar nicht mal so lange her. Also, top. Ich bin auf dem Weg in die Arbeit. Irgendwie logisch, ne? Arbeite ja seit fast einem Jahr. Immer samstags oder jetzt eher immer mal wieder, weil hier habe ich auch ab und zu Samstag mal frei. Jetzt in den letzten paar Wochen wieder nicht, aber ist nicht schlimm. So wie es aussieht, muss ich noch warten, bis die Kollegen kommen. Licht ist noch dunkel im Store. Normalerweise kommt mein Chef Samstag auch immer ein bisschen früher, weil er weiß, dass bei mir Bus und Bahn nicht so geil fährt. Aber wir hatten jetzt, ich hatte gestern frei, wir hatten nicht mehr geschrieben. Normal fragt er mal, hey, wann kommst du da morgen? Dann bin ich auch da. Naja, jetzt warte ich halt. Und dann geht's los. Ich wollte eigentlich noch irgendwas wegen Ding sagen, na, aber ich hab's vergessen. Gut, ja, gucken wir mal, was der Arbeitstag und der Vlog so für euch bereithält. Da sieht man's auch ganz gut. Beide Sachen sind zu. Also knapp 40 Minuten früher bin ich da. Okay, sagen wir so, ich bin 25 Minuten früher als sonst immer da. Also laut unserem Dienstplan sollen wir um... Hallo, Stellschaft. Sollen wir ja um 9 da sein, aber ich bin halt trotz allem immer ein bisschen so 20 Minuten früher da. Einfach weil die Bahnen halt nicht anders fahren. Wenn ich später fahre, dann komme ich 10 nach 9. Also auch jetzt samstags. Und samstags fährt der Bus halt auch nur alle Stunde. Das heißt, 6.53 Uhr geht es los. Da bin ich immer so 10, 15 nach 8 bin ich dann hier. Und dann noch 2-3 Minuten rüberlaufen. Und dann ist man auch schon vor dem Eingang. Aber einen Vorteil hat das Ganze, und zwar filme ich noch ganz viel für euch, ne? Nicht so wie sonst immer, wenn ich jetzt irgendwie um 11 erst kommen muss oder so, dass ich dann sage, ja, ich gehe jetzt rein, ciao, wir sehen uns Mittagspause. So habe ich noch einiges zu erzählen. Ja? Ich habe ja auch schon gesagt, als ich angefangen hatte hier zu arbeiten, so, es wird ein bisschen schwerer, weil einfach mehr los, mehr Kollegen und so, ja. Aber das ist auch ganz gut. Der Tag geht dann nämlich auch schneller rum, wenn mehr los ist. Und ja, ich stehe nicht so wie in meinem alten Job rum und kann mich dann selber dabei so filmen. Ne? Weil da hatte ja der Till auch mal gemeint, so wirklich viel zu tun hast du nicht auf Arbeit, oder? Ja, dann habe ich ja gemeint, naja, es kommt halt immer drauf an, wie viele Kunden und so. Aber hier hast du eigentlich schon immer gut was zu tun. Klar, manchmal jetzt an einem Samstag oder so vielleicht nicht, aber in der Regel schon. You're the one that I need. Yeah, you make me feel like there's no air. I can run on water, I'm picking up the speed. Jeder aus dem Kreis Stuttgart ist heute unterwegs. Alter, war heute viel los, ey. War nicht mehr feierlich. Sogar hier alle voll. Autos, Menschen. Okay, Menschen nicht so viel, aber Autos. Ja, ich werde jetzt hoffentlich gleich auch abgeholt. Schauen wir mal, was das Samstag noch so bringt.
Aloha, Freunde, der Twilox. Was geht? Ihr fragt euch jetzt bestimmt, was war denn das für ein unzusammenhängender Schnittwechsel? Ja, der Robin hatte gefragt, so, ey, sollen wir mal ins Training? Bist ja eh angemeldet, dann komme ich mit in dein Studio, mach so ein Probetraining. Dies, das, Ananas. Alter, ich kann die Kamera gar nicht halten, meine Hand zittert so. Obwohl ich gar nicht so viel gemacht habe. Naja, und habe ich gesagt, klar, können wir machen. Ist das schwer? War noch ein anderer Kollege mit bei, war ganz cool. Und jetzt fatze ich noch kurz zu meinen Eltern, weil ich habe die jetzt gerade heimgefahren und die wohnen ja im selben Ort wie meine Eltern. Und dann dachte ich, schaue ich da an einem leckeren Sonntag auch noch mal kurz vorbei. Ich habe jetzt nicht so viel gelabert während dem Training, habe halt einfach nur ein bisschen so ein paar Aufnahmen gemacht, um sie in den Vlog später reinzupacken. Von daher übernehme ich den Laberpart jetzt. Ich habe überlegt, ob ich das Trainingsvideo, ob ich da ein eigenes Video draus mache. Aber dann dachte ich so, nö, machen wir nicht. Hängen wir einfach den Tag hinten dran, wie so oft. Es muss sich ja, also es muss ja irgendwie eine gleichbleibende Ader haben, das Video, ne? Deswegen, mehrere Tage hintereinander, das ist gerade das, was die Vlogs ausmacht. Ja, ich bin jetzt bei meinen Eltern. Wir werden gleich Kaffee, Kuchen und so. Ich habe mich selber eingeladen, habe gesagt, oh, kann ich mitessen? Haben sie gesagt, ja, okay. Ne, okay, so haben sie nicht gemacht, haben gesagt, ja, passt, ist okay, kannst du machen. Ja, jetzt warte ich und genieße das gute Wetter. Ja, auf der wunderbaren Terrasse. Ah, ich habe sie vermisst. Hallali. Gut. Gleich gibt's Mampfe. Ja, und somit neigt sich ein weiteres Wochenende dem Ende. Ich werde jetzt gleich diesen Vlog schneiden, damit er am Montag pünktlich 14 Uhr kommt. Und ja, ich sag wie immer, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, positive Bewertung würde mich freuen. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. In dem Sinne sehen wir uns wahrscheinlich in einem anderen Videos wieder. Bis dahin, haut rein. Fuah!